Moskau ist gefallen, noch ganz nebenbei. Jetzt ist nur der Versuch da, das zurückzuerobern. Aber wir haben halt hier einfach massive Luftüberlegenheit. Und ich hoffe mal, dass wir das schaffen mit dieser Luftüberlegenheit und den Airdrops. Das Ganze hier zu halten. Und halt eben aufgrund der Zerstörung der Nachschublinien hier von Moskau aus, hoffe ich, dass wir es da geschafft haben, dann auch ein bisschen die Versorgungssituation zu verschlechtern auf russischer Seite. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen nebenbei, ist, wir brauchen mehr Flugzeuge, weil ihr seht das ja selber, wir sind ja immer noch in einem relativ umkämpften Szenario, was die Luftüberlegenheit angeht. Deswegen bin ich auch schon massiv dabei, hier weitere Flugzeuge reinzuschicken und das machen wir jetzt auch einfach weiter. Das sind MK2s bloß, aber ist egal, geht mal dort mit hin. So, auch hier, das Ganze ist massiv umkämpft. Aber aus genau dem Grund baue ich doch seit Ewigkeiten Flugzeuge. Kein Cross-Air-Support, einfach nur Luftüberlegenheit. Schickt dann natürlich auch immer wieder Dive-Bomber mit rein. Und ihr seht ja, was es bringt, diese Dive-Bomber. Man erobert halt doch Gebiete. Das ist das Schöne. Rostov, das ist hingegen ein Problem. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Auch mal Fighter mit hin schicken. Vielleicht auch noch ein paar Dive-Bomber. Halt interessieren, was die machen wollen gegen meine Luftüberlegenheit langfristig. Das ist halt die Frage. Können die unsere Luftüberlegenheit brechen oder nicht? Sollten sie es nicht schaffen, werden sie verlieren. Auch wenn sie wahrscheinlich Unmengen an Nachschub haben und so. Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Darf halt nicht vergessen, im Laufe der Zeit diese ganzen Flugzeuge nachzujustieren. So. Ja, die starten eine eigene Gegenoffensive, aber ist mir wurscht. Das ist hier für die auch katastrophal. Ihr seht ja, die Versorgung ist hier komplett gekillt. Das passt. Das war ja auch das Ziel, warum ich ja Moskau eigentlich erobern wollte. Ich hasse übrigens, wenn sowas passiert. Weil das hat wieder nur einen einzigen Grund, was hier gerade geschehen ist. Da haben sie wieder die Front hier aufgelöst. An der Stelle. Und daraufhin haben die jetzt hier ganz entspannt sich ausbreiten können. Das ist wieder der einzige Grund, warum das hier unten geschehen ist. So, wir haben hier allerdings nur Jagdgeschwader, keine Klaus Air Supports. Das müssen wir kurz ändern. Indem wir ein paar Dive-Bomber hier reinschicken. Die sich dann hier mit drum kümmern, dass wir hier dann auch Dive-Bomber Support haben. Und dann auch hier das Ganze wieder möglichst überlegen gewinnen können. Weil die auch hier weiterhin versuchen, mit Fighter mit vorzugehen. Das unterbinden wir auch, indem wir unsere Fighter auch nochmal einfach massiv erhöhen. Oder noch ein paar Dive-Bomber mehr rein. Weiß nicht, noch die MK2s, aber ist auch wurscht. Braucht ja alles. Man muss ja alles nutzen, was man hat. So. Mit dieser neuen Überlegenheit, mit dieser neuen Luftüberlegenheit wird das wahrscheinlich auch hier relativ einfach gleich funktionieren normalerweise. Ja, es ist schon mehr grün drin. Na gut. Wir müssen natürlich hier gucken, dass wir erstmal die Front hier nochmal stabilisieren. Du hast schon mal Organization First. Macht der denn da? 14 Leute haben hier überlebt. Aktuell noch. Hoffen wir mal auch, dass die weiterhin standhalten. Während unsere Hauptfront sich ja weiter voranschiebt. Vor allem auch jetzt mit der neuen Luftüberlegenheit, glaube ich, sollte das hier. Ja. Ja, Boys. Viva la Österreich. Hey, hallo. Warum jetzt auf einmal gelb? Wie viel Schaden wir denen machen? Boah, geil. Ich liebe es. So, und vor allem Weißrussland. Oder auch Belarus. Die bekommen wir eh schon auf die Schnauze. So, während wir jetzt hier natürlich logischerweise erstmal schnellstens versuchen, hier diese Schlamassel zu beheben. Die sind ja auch schon da. So, nehmt euch dem Ganzen gleich mal an. Mhm. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Eigentlich nicht. Mal gucken. Brauchen wir Luft überlegen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt extra Flugzeuge hinschicken müssen tatsächlich. Und die hier unten haben auch ein bisschen Probleme mit der Versorgung, wie wir sehen. Und die haben ja überall auch noch Züge stehen. Das kommt ja auch noch mit dazu. So, keine Angst. Moskau haltet aus.
So, jetzt ist St. Petersburg immer noch nicht gefallen. Ihr geht mir verheiratet am Sack. Überlegt, wie viel Schaden wir denen zufügen den ganzen Tag eigentlich, ne? Und trotz allem... ja. Infanterie habe ich erforschen lassen. Nochmal mehr Ressourcenzuwachs. Wir haben auch schon wieder 200 politische Macht. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir die rein investieren könnten. Hier erstmal, oder? Wobei, das ist noch nicht so lange besetzt. Ja, da. 184 Tage. Könnten wir ja noch mit hier angreifen, oder? Könnt ihr? Ja. Oder auch nicht. Wenn ich ja irgendwas mir mal wünschen würde, dass man diese nervigen Flugzeugbenachrichtigungen irgendwann mal deaktivieren könnte. Also, hier Belarus, das ist interessant, so wie umkämpft das ist. War schon ein bisschen nervig eigentlich. Wir schicken halt auch noch mehr Flugzeuge rein. Also, das Spiel kann man eine Weile spielen, das ist mir voll wurscht. Ich habe hier natürlich auch jede Menge Flugzeuge, die ich da reinschicken kann. Die müssen nicht glauben, dass sie die einzigen sind. So. 3000, 4000 Flugzeuge von meiner Sorte sind hier zugewiesen. Und das ist immer noch nicht genug. Gut, gut, gut. Dann machen wir jetzt halt folgendes. Halt nochmal 1000 mit dazu. Mir doch wurscht. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Lol, ich hab... Das war nicht aktiviert. Die haben gar keine Versorgung bekommen. Okay. Okay, interesting. Italiener waren einfach da. Also das Resupply war deaktiviert. Ich weiß nicht, ob die jetzt Versorgung bekommen langfristig. Wir werden es dann bald sehen bestimmt. So, wir erleiden natürlich auch Verluste. Ja, ja, ist halt so. Mensch, man kann nicht alles haben. So, mit dem machen wir kurz einen Prozess. Das haben wir jedenfalls hier geschafft. Ja, schicken jetzt hier kurz ein paar Dive-Bomber hin. Einfach nur fürs Protokoll. Mal 600 Dive-Bomber dorthin schicken. Die einfach hier ein bisschen mit dafür sorgen, dass es ein bisschen einfacher funktioniert. Hier unten läuft es jetzt sehr gut, seitdem wir da die Anzahl der Flugzeuge erhöht haben. Da brauchen wir aktuell nichts, aber das müssen wir im Auge behalten. So, und wir haben auf alle Fälle schon super Gebietsgewinne verzeichnen können. Leider hier unten sind meine falschen Jäger beseitigt worden. Einzige. Oder nee, warte mal. Ah, Blödsinn. Ja, ich weiß, was passiert ist. Die sind nicht beseitigt worden. Ich habe die einfach nur abgezogen. Weil ich dumm bin. In dem Fall. Ah, es gibt hier eine Gegenoffensive aktuell. Mehr oder weniger. Ob das jetzt wirklich eine Gegenoffensive ist, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen langfristig. Es werdet ihr schon hier resupplied, oder? Hier, ihr... Lass ich das nicht... Hä, aber warum denn? Ich habe das doch mehrfach eingestellt. Jetzt hoffe ich mal, dass sie es jetzt machen, weil sonst habe ich hier langsam das Problem, dass hier... Ja, jetzt machen sie es auf alle Fälle. Die müssen doch auch Ausrüstung eigentlich schmeißen. Mal gucken, weil Moskau wird nämlich langsam Krise mit der Ausrüstung. So, wir greifen jetzt nochmal Petersburg. Oder auch nicht, weil die uns ja aktuell angreifen. So, jetzt greifen wir nochmal Petersburg an. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also, ihr seht ja, die Luftüberlegenheit ist so unfassbar eindeutig eigentlich. Aber es langt leider noch nicht, die russischen Linien zu brechen. Komplett. Was wir jetzt hier nochmal machen, ist, wir stoppen das Ganze nochmal kurz. Ganz kurz. Mal tatsächlich Ambusher, dass wir im Falle von Gegenoffensiven nicht direkt alles verlieren wieder. So, Brandenburg ist Core State und jawohl, das sagt auch sofort die Manpower, hallo. So, wir haben jetzt hier 600 Dive-Bomber, die eigentlich auch mit in die Kämpfe eingreifen, wie wir sehen. Hilft aber noch nicht ganz. So, kurz folgendes. Du machst Stopp. Und ihr macht auch kurz Stopp. Warten wir mal ganz kurz, dass sie sich erstmal wieder alle regenerieren gescheit.
Gucken, ob wir Sevastopol erobern können. Wir haben keine Luftüberlegenheit hier, das ist leider ein Nachteil. Das heißt, auch hier wieder die alte Aufgabe, mal ein paar Dive-Bomber hier mit herzuschicken. Verluste, will ich sie sehen? 2,53 Millionen. Aber das sind insgesamt unsere Verluste. So, die haben durch uns 1,4 verloren. Wir haben durch die 652.000 verloren. Japan hat uns schon 510.000 verloren gegenüber 402.000. Also relativ ausgeglichene Verluste tatsächlich. Muss ich unerfreulicherweise dazu sagen. So, Small Arms sind aber fertig. So, jetzt machen wir gleich mal Folgendes. Natürlich. Hauen wir gleich die modernere Version rein. So, die wird natürlich deutlich besser sein als unsere aktuelle Small Arms MK 1. Die werden dafür sorgen, dass wir langfristig weniger Probleme bekommen sollten. So, und ihr zwei, gerade oben, dürft auch nochmal eure Offensiven starten dieses Mal. Nochmal voll ausgeruht. Aber die halten hier leider weiterhin gut die Stellung. Wir kommen hier nicht durch. Die Stellungen sind so stabil gebaut. Tja, dann würde ich sagen, mehr Dive-Bomber. Ballern den einfach den Arsch weg. Irgendwann geht denen dann die Versorgung aus oder die Ausrüstung oder der Bock. Ich würde, mach mal anders, pass auf, scheiß drauf. Stopp. Und Stopp. Das machen wir jetzt dann nur noch manuell. So, Sevastopol. Ah, die machen hier Faxen oder was? Aber wir können Sevastopol erobern. Das ist der Vorteil, weil sie eben, genau, da, weil sie Faxen gemacht haben. Aber das Problem ist, wir haben ein bisschen Versorgungsmangel hier unten. Wird sich jetzt gleich ändern, hoffe ich, mit Sevastopol. Ob wir das rechtzeitig erobern, weil jetzt hier gerade meine ganzen Fallschirmjäger draufgehen. Ja, aber haben die mir den Flughafen jetzt geklaut? Wo ich meine, nee, eigentlich nicht. Wir haben ja echt viele Flugzeuge hingeschickt. Jetzt haben die sich Sevastopol wieder erobert. Ja, gut. Da geht jetzt dann mein Plan dahin. Okay. So, machen wir jetzt Folgendes. Brauchen mehr Einheiten, die jetzt hier unten die Krim verteidigen. Achso, geht nicht. Ich liebe das. Jetzt hat... Wenn das immer nicht funktioniert, das ist immer so toll, tatsächlich. Okay, das einzige Hoffnung wäre jetzt, dass wir nochmal Sevastopol erobern könnten. Das hat auch funktioniert auf den ersten Blick. Aber ohne Sevastopol ist hier Blumenkohl. So, und ihr kommt jetzt hier nochmal von Norden und versucht das jetzt ja auch nochmal zu retten, so ein bisschen. Also, darfst du übrigens gerne mit hin. Darfst du gerne mit hingehen? Ja, da musst du aber aufpassen in dem Spiel, ne? Ein kleiner Missklick und dann zack, ist alles im Arsch. Was wir jetzt hier versuchen, ist, gezieltere Offensiven zu starten. Die versuchen hier einfach wegzuballern mit der Ausrüstung. Was machen die denn da eigentlich? Weiß ich gar nicht. Jetzt greifen die uns an, aber ich würde mal bezweifeln, dass das funktioniert. Weil ich es ganz süß finde, tatsächlich. So, nochmal eigene Angriffe. Jawohl, sehr gut. Damit haben wir schon mal Region 1 erobert. Als ob das jetzt hier funktioniert hat, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. So, auf alle Fälle, Sevastopol gehört uns. Die sind jetzt hier eingekesselt. Als erstes mal versuchen, den Flughafen nochmal zu erobern. Die haben ja doch einiges an Einheiten stationiert. Die greifen uns jetzt hier relativ bemüht an. Haben auch ein paar Divisionen verloren, aber nichts allzu Großes trotz allem. Halt schade nur, dass wir St. Petersburg nicht wirklich erobern konnten jemals. Naja. Ja, ich weiß nicht genau, was das hier ist, was ihr hier treibt und so, aber lasst es mal sein. Das war jetzt relativ interessant. So, Asien Minor. Ja, das ist hier auch interesting tatsächlich.
Weil die haben uns hier nämlich mehr oder weniger eingekesselt. Ohne jegliche Versorgung und Hilfe. Und natürlich nicht dumm. Würde das klappen? Ne, das wird nicht klappen. Müssten wir wieder irgendwie Verbindung zu unseren Gebieten finden. Korinthus zu erobern würde schon mal reichen. Da hätten wir zumindest die Versorgung wiederhergestellt. Tja, der letzte Krieg ist ja wieder mal der heiße Krieg. Der entscheidende Krieg. Und wir kornen wieder irgendwas Großes, würde ich mal sagen. Jawohl, Sachsen. 180 Tage. Und das nächste große Coring. Sehr schön. Und die greifen mich jetzt aktuell alle an. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir haben kaum mehr Verluste erlitten. Während die Verluste auf feindlicher Seite doch jetzt deutlich drüber sind. Beiden Seiten steigen die Verluste massiv an. Kann ich jetzt mal aufhören hier mit dem Scheiß? Langsam geht es mir echt auf den Sack, muss ich sagen. So, was wir jetzt machen, uns einfach weiter den Häfen entlang bewegen. Also quasi, dass wir hier die zwei Hafenregionen noch erobern können. Das ist jetzt erstmal das Ziel. Ich würde sogar sagen, wir können hier sogar nochmal weiter vorrücken, oder? Meine Güte, ja, ich habe es so verstanden. So, Odessa wird jetzt auch gleich fallen. Die starten jetzt nochmal eine Offensive. Aber ich glaube eher, dass es so ein bisschen panisch war. Ich glaube nicht mehr, dass es großen Sinn hat. Gehen weiter vor. Odessa ist leider noch nicht gefallen. Das mit Odessa, ja, ja. So, ihr geht dorthin. Dann wären die auch mal tot schon mal. Wie gesagt, und dieses Ermorden dieser ganzen Division hat natürlich immer große Vorteile. Hier oben sind wir nur leider langfristig jetzt gescheitert. Das hat sich jetzt dann doch nicht mehr vermeiden lassen. Zu meinem persönlichen Traurigkeit. Bestes getan, aber sollte nicht sein. So, ihr Jungs, ich weiß nicht, wir müssen halt gucken, ob wir irgendwo kritisch dastehen. Und ich sehe vor allem sehr große Truppenverbände in dem Bereich. Deswegen machen wir Folgendes und schicken hier einfach mal nochmal eine Verstärkungsarmee hin, wie ich es jetzt einfach mal nenne. Nächster Versuch auf Odessa, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht allzu positiv gestimmt. Das könnte hier sogar noch eher funktionieren. Aber noch nicht. Haben überall einen relativ hohen Mangel an Einheiten. Wir müssen mal gucken, dass wir die möglichst schnell refreshen. Wieder auffüllen. So, jetzt haben wir das wieder verloren hier. Warum denn? Ah, okay, ich sehe gerade, die machen mir gerade den Gar aus. Okay. Ist nicht dumm, ist relativ smart eigentlich. Wann kann ich die denn deployen? 16,8% haben sie. Sie hat natürlich hier angegriffen, das ist halt scheiße hier. Da müssen wir jetzt kurz reagieren, indem wir hierher gehen und schauen, ob wir irgendeinen schönen Flughafen haben. Huch. Oder machen wir anders kurz. Du. Schnellkampf, Jagd, Stuka-Geschwader, alle dort rüber. So. Kurz für eigene Luftüberlegenheit sorgen. Das wird hoffentlich helfen. Und dann gucken, dass wir hier oben die Häfen und Co. erobern können. Andere, was wir jetzt kurz machen, ist wegen also Versorgungspunkten das hier einstellen. Wird nicht mehr benötigt aktuell. So. Damals die Front verstärkt mit neuen Divisionen. Das dürfte sicherlich langfristig helfen. Und die arbeiten sich auch schon schön auf. Das gefällt mir. I really like this. So, schau mal. Inwieweit das funktioniert. Na, das sieht ganz gut aus tatsächlich. Weil die Gegenoffensive kam. Tja, da musst du jederzeit aufpassen. Würde jetzt halt gerne gucken. Okay, instant deployen. Ah, da sind sie, okay. So, jetzt machen wir Folgendes. Blup. Natürlich neue Kommandanten. Kann jetzt aktuell nur leider... Ah doch, ich kann ja ein Ding zuweisen. Bist zwar nicht für die Verteidigung von Küsten zuständig, aber immerhin bist du für die Rettung meiner Soldaten zuständig. Das ist bitte mit maximaler Aggressivität, ich habe keinen Bock hier zu warten, dass wir jetzt hier irgendwas auf die Reihe kriegen, mal in den nächsten 20 Jahren. Jetzt haben sie uns hier wieder zurückgedrängt. Ich hasse das. Aber die haben irgendwie Truppen abgezogen, glaube ich, hier, ne?
Also die haben sie, die sind ja auf alle Fälle gut vorangeschritten. Sogar hinter den Fluss haben sie uns gedrängt. Die Hunde. Ich verstehe halt auch nicht, also ihr seht das ja auch, ne? Ihr seid ja... Verstehe halt nicht, warum hier immer die Front dann... Achso, warte mal. Achso. Ach, hier kommt man gar nicht durch. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Viel Rot. Also wir werden trotz allem, also auch trotz enorm hohen Verlusten auf Seite der Russen vor allem, denke ich mal, 2,7 Millionen. Wir haben ja in der Zwischenzeit fast keine Leute mehr verloren. Während die Verluste hier so richtig hochballern auf feindlicher Seite. Aber die haben, huch, die haben 40, die haben 30 Millionen Soldaten circa. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Da kannst du eigentlich nur noch Verteidigungsschlachten führen hier und hoffen, dass du irgendwie mal Erfolge zu verzeichnen hast. Einzige Vorteil ist, häufig stoßen die vor und haben dann ein bisschen Probleme mit der Ausrüstung und werden dann wieder zurückgedrängt, aber davon abgesehen ist die Situation alles in allem kritisch. Und sowas verstehe ich auch wieder nicht, ne? Seht ihr? Da ist einfach die Front weg. Ich habe hier einfach eine ganz normale Offensive befohlen, haben sie gemacht und dann irgendwann haben sie sich gedacht, nee, scheiß drauf, wir machen hier nichts mehr und dann greifen wir einfach nicht mehr an. Und ich denke mir so, ja, aber wer hat euch das erlaubt, dass ihr einfach nicht mehr angreift? So like, what the fuck? Na, was ist hier der Sinn dahinter? Was ist die Intuition dahinter? So, warum macht man das? Das ist das, was ich nicht verstehe. So, wir können es hier nochmal versuchen, aber... Solange die Flugzeuge nicht drin sind, wird das halt immer nichts. Ich möchte halt auch wirklich nur die Häfen haben, weil... Die Häfen sind hier der Mittel zum Sieg. Aber irgendwie... Mit den paar Divisionen kommen wir nicht durch. So, jetzt gucken wir auf alle Fälle mal hier. Stopp. Geht der dorthin? So, wir haben auf alle Fälle schon... wobei, da sind noch 23 Divisionen. Ich weiß noch nicht, wo die sind alle, aber sie leben noch größtenteils. So, Italien ist auch wieder back in town. Und dann holen wir uns mal hier diese Gebiete. Und dann schauen wir, dass wir das da unten noch kaputt machen. Dann sollte ich endlich mal happy sein langfristig. Greifen uns jetzt hier wieder an. Mit allem, was sie aktuell haben. Hier sind sie durchgekommen. Aber das drängen wir direkt wieder zurück normalerweise. Das ist das, was ich ja eigentlich meinte, dass wir meistens dann sofort wieder diese verlorenen Gebiete auch zurückerobern können. Dafür sind sie halt nicht stark genug. Hier ist auch ein Putt. Meine Paratrooper verteidigen das Gebiet hier schön. Okay. Ganz ehrlich. Das ist so ein guter General. Den sollte ich mal irgendwo hinschicken, wo er wirklich benötigt wird. Tauschen wir mal ihn aus mit ihm. So. Ah, wir könnten hier so viele Divisionen ermorden. Müssen wir selber auf unsere Manpower aufpassen. Das ist leider der einzige Nachteil der Geschichte. Hier passt noch alles, was ich relativ schön finde. Ah, wir haben wieder angegriffen. Oben im Norden ist es ja divisionstechnisch alles sehr knapp bemessen. Wir hatten eigentlich die Luftüberlegenheit hier. Keiner ist umkämpft. Also hier haben wir sie, massiv sogar tatsächlich. Deswegen können wir eigentlich fast ein paar Jagdgeschwader mal nach Norden verlegen, weil das ja hier aktuell etwas umkämpfter ist. Ja, jetzt ist es hier auch grün. Wichtig ist einfach grün. Grün muss sein. Hier ist umkämpft, aber das sieht hier nicht allzu schlecht aus für uns eigentlich. Oh. Lol, ich habe die ganze Zeit nicht gebaut. Ich dummes Walross. Apropos dummes Walross. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir auch alles in der Zwischenzeit, auch durch diese ganzen Kriegsenden. Also, ich sag mal so, meine Freunde. Ich denke, die Welt weiß noch nicht, was hier blüht. Denn ich bin der schlimmste Wahnsinnige, den die Welt je gesehen hat. Und ich werde so viele Atomwaffen bauen und ich werde so viele Atomwaffen spammen. Das wird ein nuklearer Winter werden, Sommer dagegen, was hier passieren wird. Ja, da habe ich nicht so viele Gebiete, wo wir welche bauen können. Das ist ein bisschen ekelhaft. Aber wir haben viele, viele, viele Möglichkeiten, welche zu bauen. Jetzt ist nur die Frage, weil ich es immer vergesse, weil ich immer nicht weiß. Wir brauchen taktische oder strategische Bomber? Strategische Bomber. Und dreimal dürft ihr raten, was ich schon seit Jahren baue. Medium-Bomber. Medium-Bomber sind doch strategische Bomber, oder? Das ist ein Tactical-Bomber. Was ist ein Strategic... Oder
Gott, ich bin so dumm. Warte, hey, was war denn? Ich vergesse das immer. Er. Sind das, das sind doch strategische Bomber, oder? Mal davon abgesehen, es gibt hier nur Medium Bomber oder Heavy Bomber. Bomb Enemy Buildings. Ja, ich würde sagen, machen Sie es einfach folgendermaßen. Wir haben ja ohne Ende bereits Medium Bomber. Die haben wir ja ohne Ende. Das passt. So, jetzt bauen wir dann noch Jet Tactical Bomber. Einfach mal so zum Spaß. So. Aber auch nicht so viele, halt einfach ein paar bauen, dass wir ein paar haben. So. Dann machen wir weiter mit das. Ja, wobei, da können wir eigentlich sogar drauf gehen jetzt gerade. Ist gar nicht so uncool. So, ihr habt hier euer Ziel erreicht, oder? Wo waren denn die Orangenen? Warte mal, ich habe doch hier eine neue orangene Armee gehabt. Achso, die habe ich da hingeschickt. Wo ist die andere Armee? Hier unten. Die rote Armee. Okay, pass auf. Ihr geht mir mal einfach nur dorthin. So, ganz kleine Front. Ihr kümmert euch dann nicht um die Häfen. Das ist eure Mission. Und ihr beseitigt jetzt endlich mal dieses Geschwür hier unten. Die Verluste nochmal. 11,53 Millionen Verluste. Ja, ja. Und, oh. 11,56. 200.000 Mann sind hier gestorben. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das mir gehört oder nicht. Was ist denn das hier? Owner the French Commune. Nee, glaube ich nicht. Nee, das gehört schon mir. Okay, schaut zwar irgendwie komisch aus, aber ist offiziell meins. Gut, dann Infantry Expert für dich. Gut. Leute, ich mache an der Stelle ein CUT, ein Cut. Wünsche allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.